wahrscheinlich, dass sie kaputt ist. Glaube ich eigentlich auch. Der ist so einfach direkt vor mir erschienen. Ja, ja klar. Und wie hast du reagiert? Ich bin reingelaufen und gestorben. So wie jeder normale Mensch reagiert. Oh, wieder den Stil gewechselt, du Hure. Heilen. Nice. Oh. Auf den Part. Wolltest du den Part nicht machen? Komm. Ich gebe den Part. Ja, komm. Du musst einfach nur eine Taste drücken im richtigen Moment. Das kann nicht so schwer sein. Jetzt fühle ich mich voll unter Druck gesetzt. Das war nicht der richtige Moment. Nee. Boah, das Level ist diese Fassnummer. Nicht zu gierig werden. Fuck! Fuck. F. Was ist? Ja, was ist bei den Hühnern? Ja, ich weiß nicht, ob man die Hühner gerade hört, so, aber... Oh, heilen, heilen, Junge. Heilen wie ein Hurensohn. Hm. Oh Gott, jetzt heile ich, Junge. Fuck. Oh Mann. Mann, ich war so... Wieso kann ich nicht mehr blocken hier? Das ist... Ey, ich raste aus. Junge, ich hab ihn! Na endlich, du dreckiges Mistschwein! So, Alter. Ihr habt mich gut ausgebildet. Gut. So, Junge. 20 Sekunden Zeit, also es ist ein ganz kurzer Run. Oh, nicht schon wieder. Etwas. Ah. Ich bin verletzt. Okay, ich habe einen Halt dran. Ich habe ihn einfach genommen. Ich bin einfach so dumm. Junge, wie? Jo. Moin, moin. Dari, Alter. Moin, wie geht's? Ja, super Wetter heute. Es ist halt echt heiß und wenn es wirklich stimmt und da Gewitter noch kommt, dann bin ich im Arsch. Dann bin ich im Sack Kufe, Alter, moin. Ja, Wochenende war allgemein heiß, aber ich glaube, heute ist Rekord, oder? Und vor allem die Hitze ist ja nicht das Allerschlimmste, aber wenn es jetzt noch anfängt zu gewittern, dann wird die Luftfeuchtigkeit und die Schwülheit, wird mich halt einfach töten. Vor allem, ich fahre nachher noch Pizza essen in so einem richtig stickigen kleinen Laden in Köln, der immer komplett voll ist und wo es immer komplett schlechte Luft ist. Das wird halt der Tod werden. Aber naja, dafür gibt es geile Pizza. So, dann fangen wir doch auch direkt an. Alles klar, Dari, dann lass mal sehen. Und da wieder Nacht durchgemacht, ja, aber ich meine, nachts ist wenigstens kühler, ne? Da lebt es sich angenehmer.
Mal schauen. Zwei neue Level. Dann fange ich an mit Breakdance oder was, ne? Wieder kein Nizza. Der ist aber auch auf deinen Rekorden unterwegs. Boah, Junge, ist das jetzt schon, ich schwitze jetzt schon. Hat bei allen Leveln WR, ja, nice, nicer Dude. Habe ich vorher noch nie gehört. Okay. Warte. Mr. Coco, moin. Fängt direkt wieder sahnemäßig an. Ah, da habe ich aber den. Das Preview schon gespielt, ne? Ah, und wieder mache ich den gleichen Fehler, okay. Ja. Und zack. Ganz easy. Uiuiui. Achso, ich habe einen verpasst. Oh, ich habe Checkpoint. Ich habe ihn wieder vercheckt. Ernsthaft? Hui, 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 hui. Ah, genau, den hatte ich auch schon. Das letzte Mal mein Preview auch schon nicht oben reingeworfen. Entspannt. Geht die Action wieder los. Baby. Ah. Jetzt kommt der Spiny Spin Jump Breakdance Part. Yes, baby, hier oben. Fast first try, ja, und auch second try, Junge. Traum, traumhaft. Schönes Level. 58 Sekunden, ja, okay, ich bin ein paar Mal gestorben und dann. Klar ist der schneller. Very fun level, oh yes. Very nice level. Und auch die ganz klare Dari-Handschrift war wieder zu erkennen. So, was haben wir hier? Sucht ihr was aus? Okay. Ja, ich denke, das Neueste habe ich ja noch nicht. Oh shit, waren das schwere Level vom Kufe, wenn ich sie schon hier nicht geschafft? 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 Okay, doch, die meisten habe ich geschafft. Okay. Wenn nicht, dass es endet, ja, ja. Ja, es ist leider, finde ich, auch etwas zu schnell dann vorbei, wenn man es so durchspielt. Aber man kann sich halt, ne, es basiert halt darauf, dass du halt nachher nochmal alles die ganze Zeit durchgrindest und überall die Monde holst und so.
Und dann gibt es ja noch diese. Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht unbedingt spoilern, was es noch gibt. Deswegen sage ich erstmal nichts. Aber wahrscheinlich weiß es eh schon. Mittlerweile kennt man, hat man davon wahrscheinlich schon gehört. So, Power Up Matrix 3, Puzzle. Puzzle bin ich halt leider schlecht. Ranged Shells. Oh shit, Davies Gaming hat den Rekord und wir haben eine Clear Rate von 1,5. Was ist das? Figure it fast. Aber das ist 33% ist wahrscheinlich. Ja, also was ich meine ist, es gibt ja diese dunkle Seite des Mondes und die dunklere Seite des Mondes. Falls das noch nicht weiß. Also es gibt zwei Speziallevel quasi. Und an das letzte kommst du nur mit keine Ahnung wie viel Monden. Das heißt, um auf die dunklere Seite des Mondes zu kommen, musst du viele Monde haben. Aber ich weiß nicht mehr wie viele. Aber auf jeden Fall weit übers normale Durchspiel hinaus. Soll ich mal mit dem Rätsel probieren? Ich bin halt so schlecht in Rätseln, ne? Ein Rätsel mit 30%, aber da müsste ich ja eigentlich hinbekommen, oder? Checkpoint! Aber ich habe zumindest schon bis zum Checkpoint geschafft. Okay, da komme ich nicht hoch. Zweiter Checkpoint. Oh, Wind. Wind ist so schön bei dem Wetter. Okay, ich habe ein paar. Ah, der hat einen Schlüssel. Was ist das da oben für ein... Wenn der Frosch da durchkommen würde, wird er die Note wahrscheinlich aktivieren, aber... Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich doch da hoch, aber jetzt ist der Frosch wieder weg. Aber kein Problem. Okay, das gibt keinen. Das war sehr gut. Ich müsste irgendwo den On-Off aktivieren, aber ja, das bringt mir auch nichts. Rein ins Rohr. Wenn ich hier den Frosch behalten könnte, dann käme ich wenigstens da hoch. Ey komm, 30% der Menschen haben es geschafft. Aber hier geht definitiv nichts. Ich muss hier rein. Und jetzt hier bekomme ich automatisch den Frosch. Ich kann nichts dagegen tun, okay. Oh, das war natürlich wieder heldenhaft. Da oben ist der On-Off-Switch. Ich müsste also... Irgendwie muss der Froschanzug da oben durch. Aber da macht er nichts. Da ist ja auch einfach nur eine grüne Röhre. Wie soll er da jemals durchkommen? Ah, das kann ich auch nicht verhindern. Hä? Ich mache halt immer wieder das Gleiche, ne? In der Hoffnung, dass irgendwas anderes passiert, aber das wird's nicht. Wenn der On-Off-Switch betätigt werden würde, dann käme ich hier mit dem Pau zumindest und Froschanzug rüber. Und dann käme ich auch da oben in die Röhre.
Da könnte man mit dem Blatt dann reinfliegen. Aber ich meine, dann könnte ich auch direkt ins Ziel, wenn der Mann schon weg wäre. Aber wie zur Hölle soll ich da hochkommen mit dem Blatt? Ich komme mit dem Pau hier nicht rüber. Ne? Oh, doch komme ich vielleicht. Ja, doch komme ich, okay. Vielleicht ist es das. So. Aha. Ja, aber jetzt brauche ich ja... Das bringt mir jetzt auch nichts. Ich müsste mit dem Pau da hoch. Geht das? Huja! Spring hoch! Tu es! Tu es! Ne, tut's nicht, okay. Okay, man kommt damit nicht in die Tür. Wird aber auch eh nichts bringen. Das geht. Hä? Warte, kann man vielleicht den Frosch damit rausholen? Nein. Jetzt nur noch einmal irgendwie da hoch, aber es funktioniert ja nicht. Kufe, ich fürchte, ich brauche einen Tipp. Oder auch sonst, wenn einer eine Idee hat, gerne raus damit. Ich check's nicht. Ich würde sagen, es ist unmöglich. Na, ich meine, 30% Clearway, klar, aber man stirbt halt nicht. Kurse bin ich immer raus. Ja, ich leider auch. Scheiße. Versuche ich nicht mal, ja, okay. Ja, ich gebe es denen gerne mal einen Try, so, aber jetzt hier wieder aktuell. Habe ich keine Ahnung, ich würde sagen. Weil selbst wenn ich irgendwie so einen Power Drop mit Air Jump hinbekommen würde, nützt der mir ja nichts. Weil entweder ich komme nicht hoch oder ich kann das Power nicht mehr zerstören, damit der Mannschaft weg ist. Nichts. Auch wenn der cool ist, der Trick. Irgendwas wird es damit zu tun haben, glaube ich, dass dieser Froschanzug da unter der Lücke durch muss, damit er die Note aktiviert und damit das Ding umgeschaltet ist. Damit kommt man dann irgendwie weiter, aber... Kufe, bitte einen Tipp. Ich check's nicht. Internet spinnt gerade. Ja, das ist natürlich schlecht. Das wird auch nicht der Tipp sein. Mach auf hier. Jedenfalls, falls du mich nicht gehört hast, ich meinte, ich brauche bitte einen Tipp, weil... Oh, jetzt bin ich hier.
Geh einfach ins Ziel, Junge. Er macht's nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendein versteckter Block sein wird oder so. Dafür ist das zu ernst gemeint gebaut. Überleg mal, was du noch nicht probiert hast. Aber was habe ich denn noch nicht probiert? Ich habe doch alles schon probiert. Das habe ich anscheinend noch nicht probiert, aber ich meine, soweit ist ja alles klar, ne? Aber wie kann ich den On-Off-Switch? Alle Optionen. Nein! Noch nicht probiert, hier wie ein Bekloppter einfach im Kreis zu springen. Ne, ich weiß es nicht. Was habe ich denn noch nicht probiert? Auch wenn es sich komplett dumm anhört. Rein, aber es wird ja auch nichts nützen. Mit dem Pau da hoch, das wäre ein Traum. Jetzt habe ich keine Ah, warte, ich habe noch eine Idee. Ah, ne, es funktioniert auch nicht. Ich dachte, schnell mit P-Speed dann das Ding unten holen und wieder hochfliegen, aber es geht wegen dem Wasser nicht. Kann ich P-Speed hier unten aufbauen? Nee, ne? Das hat alles gedacht. Das habe ich schon mal probiert, aber es war meiner Meinung nach eine sehr schlechte Idee. Oh, erinner dich. Der Pow-Drop mit R-Dings. Aber ja, aber hier bringt er ja sowieso nichts, ne? Denn da müsste er woanders sein. Wenn ich da drunter springe, dann nützt ja nichts, das kann nicht sein. Echt, was ist das denn für eine Scheiße, ey? Das ist jeden dritten Mini-DC-Werbung. Ja, mit der Werbung ist so abfuck. Ey, ich kann immer nur wiederholen. Ich habe bei mir alles auf Werbung 0 gestellt. Von mir aus gibt es gar keine Werbung. Das ist also alles, was ihr bei mir an Werbung seht, ist halt komplett Twitch. Und für mich nicht ausstellbar. Soweit ich weiß zumindest. Eventuell siehst du es auch nicht als Option an. Ja, irgendwas sehe ich halt auch nicht. Ich habe auch schon probiert, ne? Zack. Ja.
Selbst wenn ich hier mit Air Pause Jump mache, dann komme ich halt auch nicht anders hoch, als wenn ich es direkt so mache. Nein! Ist die 50er Coin da irgendein Hinweis, aber worauf? Und mit dem Pau komme ich nicht rein nach wie vor. Ne, ich check's leider immer noch nicht. Ich weiß nicht, was ich noch nicht gemacht habe oder was für eine Option es noch geben könnte. Ich brauche bitte einen etwas konkreteren Hinweis. Jo. Jo, Bro, du kommst genau richtig. Oh nein. Rätsel-Time. Ach shit, ich hab was im Garten vergessen. Ciao. Jetzt machen wir mal kurz hier das Rätsel, Alter. Pass auf, ich mach nochmal von vorne, dann kannst du das ganze Level sehen. Ist nicht lange. Pass auf, hier geht's los. Ne, ich geh hier rein. Machst du denn nicht grad schon? Du hast nicht genauso. Ja, ich hab neu gestartet, es sind nur ein paar Räume. Jetzt habe ich hier einen Froschanzug, ne? Zack. Ich gehe hier rein. Hier ist halt zu, aber ich kann hier einen Pau holen. Mit dem Pau kann ich ihn wegholen, habe dann einen Schlüssel. Jetzt nehme ich mir noch ein zweites Pau mit. Und da oben ist dieser Froschanzug, der theoretisch auf die Note rübergehen könnte, um dann den On-Off-Switch zu aktivieren. Aber ich weiß nicht, wie der da oben durchkommen soll. Pau gegen die Wand schmeißen bringt nichts. Jo, da ist Schrauber. Jo, moin. Und jetzt könnte ich hier die wegmachen und dann käme ich da bei der anderen Schlüsseltür raus, was mir aber nichts bringt, weil da sind ja die roten Blöcke. Das heißt, ich bräuchte On-Off-Switch. Und um da hochzukommen, könnte ich theoretisch den Pau hier ablegen. Und dann komme ich hier hoch. Aber jetzt kann ich den Pau nicht mehr aktivieren. Weißt du? Um den Mannschaften zu töten, sonst hätte ich es jetzt geschafft. Den Pau da oben draufwerfen? Ja, dann komme ich nicht mehr hoch. Ich könnte auch den Pau jetzt einfach hier gegenwerfen, dann ist der Mannschaft auch weg. Aber ohne den Pau komme ich halt nicht hoch. Kommt nicht auf das Laufband? Nee, wenn ich hier so springe, dann kommt man nicht hoch genug. Ja, aber doch nicht. Ich komme dann nur hoch, wenn ich mich auf das Pau stelle. Es muss eigentlich irgendwas mit dieser Tür zu tun haben und mit den roten Blöcken, die ich hier oben umschalten kann. Aber wie soll dieser Froschanzug da rüberkommen? Also wenn ich das hier gegenwerfe oder so, nützt nichts. Und der Tipp, den ich bekomme, das ist eine ganz primitive Option, die ich ignoriere und als schlecht abstemple. Ich weiß es nicht, was ich ignoriere und als schlecht abstempel. Ach, was hast du denn gerade mal gesagt? Was du machen könntest, aber was dir auch nichts bringen würde. Was hast du denn gerade mal gesagt? Jetzt habe ich es auch wieder vergessen. Hä? Ja, also was ich könnte, ist halt hier den Pau gegenschmeißen. Dann ist der Mancha weg. Das geht. Aber dann komme ich halt nicht hier hoch und wenn ich jetzt durch die Türe gehe. Dann bin ich halt hier eingeschlossen. Nichts geht. Dann ist jemand schon wieder da. Aber ich komme halt safe nicht hier hoch ohne den Powerblock.
kannst du mal mit dem Frosch machen? Gut schwimmen und relativ hoch springen. Aber wenn ich halt zurückkomme, ne, dann werde ich automatisch durch den Checkpoint immer wieder zum Biber gemacht. Also ne, ich könnte jetzt hier mit dem Frosch, könnte ich nämlich locker da hochspringen. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann komme ich hier raus und werde zack zum Biber. Oh. Lässt sich nicht vermeiden. Jetzt verstehe ich, oh Mann, ey. Nur wenn ich die, wenn ich den On-Off-Block geswitcht hätte, dann könnte ich halt durch die Türe hier rüberkommen, weißt du, dann könnte ich als Frosch hier rüberkommen. Das muss definitiv zu 100% was mit dem On-Off-Switch zu tun haben. Wie kann man den da oben, wie kann ich bewirken, dass der Frosch da unten durchgeht und hier die Note aktiviert? Das ist die Frage, glaube ich. Ja, das hier geht auch nicht. Habe ich alles schon probiert, hier den Power irgendwo hinzuschmeißen. Ach so, man sieht nichts wegen ihr. Warte kurz. Wieso hört man mich nicht? Yo, it's in Hornis. Moin. Hört man mich immer noch nicht? Warte mal. Doch, man müsste mich hören, oder? Jetzt hört man mich. Ach, hört man mich. Krass, mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich die Cam ausmache, ist auch das Mic weg. Von der Szene her. Warte mal ganz kurz. Sekunde. So, jetzt müsste man mich auch ohne Cam hören. Man hört mich, man hört mich. Man hört mich immer noch, richtig? Irgendwie war das Mic nicht drin bei... Ja, aber ist scheiße, haha. Verstehe ich nicht. Müsste eigentlich so jetzt sein wie vorher auch. Ja, aber... Achso, du meinst, ohne Cam ist scheiße. Ja, okay. So, aber Hauptsache, der Sound ist jetzt gefixt. Jetzt nur noch das Level. Kann dir keiner helfen aus dem Chat? Nee, der Typ, der das Level eingeschickt hat, der muss irgendwie sein Internet gerade neu starten. Oh, viel Glück noch, bis gleich. Jojo. Hufe, ohne Scheiß, wo bist du? Ich habe jetzt, weiß Gott, alles probiert, oder nicht? Es muss, es hat irgendwas mit dem On-Off-Switch oben zu tun. Wie kriegt man den Frosch da raus, ist die Frage. Block the right pipe with the power, maybe. You mean that blue pipe here? Das könnte ich machen, aber... Scheiße. For just one frog on screen. Warte mal.
Ja, ich dachte jetzt One Frog on Screen könnte tatsächlich ja was sein. Aber der Frosch oben verändert sein Verhalten nicht. Okay, I'm little, but... Er ändert wieder sein Verhalten nicht. Shit. Oh mein Gott. Okay. Weil es dann ein Pilz ist. Oh Gott. Ja, yeah, thanks Coco. That was a good tip. Ja, Kufe, gar kein Problem. Ich habe es jetzt mit bisschen Hilfe vom Chat tatsächlich geschafft. Aber da wäre ich ja im Leben, glaube ich, nicht drauf gekommen. So, jetzt ist das Ding umgeswitcht. So, und jetzt können wir nochmal überlegen. Very nice, Coco. Very nice. So, die Frage ist nur, habe ich das jetzt schon geschafft oder ist jetzt... Ja, okay, aber da bin ich, also wäre ich nicht drauf gekommen. So, jetzt gehen wir hier rein. So, jetzt komme ich natürlich wieder nicht mehr dadurch. Ich muss also den Rückweg nehmen. Alter, darauf hätten wir auch echt nicht, dass das dann... Ich wüsste nicht mal, wie man sowas baut, dass man da ein Progressive Power-Up hinlegen kann. Und dass dann ein Pilz ist, wenn man klein ist und neu startet. Ja, so crazy. So, und jetzt... Jetzt komme ich nämlich hier hin. Rein! Achso, dann kommt da was raus, oder was? Aha. Okay, okay, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es. Naja, nicht rein, da kommt ein Dings raus. Verstehe schon. Aber das war jetzt... Naja, kein Problem. Alles kein Problem. Machen wir jetzt so. Frosch. Yo, Hessage. Hassage, moin. So, und jetzt in die Tür. Jetzt erstmal den hier. Oh, ich kann hier gar kein P-Speed aufbauen. Okay, es gibt kein Problem. Einfach. Nein, das geht auch nicht. Okay, ist er. Ne. Komme ich hier? Habe ich das nicht irgendwie geschafft? Achso, mit Frosch geht das. Der Frosch kann P-Speed aufbauen. Auf dem Laufband. Ah, so kann er aufbauen. Okay, okay. Junge, da ist er, der Rätselmeister. So. Aber heftig, also heftiges Rätsel. Aber auch geil, ich fand's irgendwie nice. Oh shit, ich muss jetzt schon mal ankündigen, in 33 Minuten ist meine Wäsche fertig. Dann muss ich eine kurze Unterbrechung machen und meine Wäsche aufhängen. Cool, aber alleine hätte ich es nicht geschafft. Ich sag's einfach mal, wie es ist. Okay. Dann geht's weiter, Coco. BCF V7Q 62G. Oh ja, auch die Medaillen sind auf jeden Fall am Start beim Coco. The medals are there. Okay, some 3D spicy speedrun. Okay.
2,3% und natürlich hat Davies Gaming den Rekord, da braucht man gar nicht was überlegen. Übrigens, Davy hat mich letztens geradet, Leute, ne? Und der ist jetzt Follower bei mir. Eine Ehre. Okay, kein Problem, kein Problem. Okay, durchziehen, dann auf die Pflanze. Oh, das ist wirklich spicy. Ja, das war, ich hab irgendwie gedacht, das ist doch niemals der echte Davy. Vor allem, weil ich gedacht hätte, dass der irgendwie, keine Ahnung, 7 Millionen Zuschauer hat. Wow. Ah, das war dumm. Na, no, erste Eindruck finde ich auch ziemlich cool. Aber auch ein bisschen schwer zu lesen im ersten Moment. Für mich. Oh, da hat einfach so ein kleiner Penner überlebt. Ist ein bisschen bunt, ja. Aber so, ist nicht schlecht. Ah, dieser, wie er mich jetzt mal wieder tötet. Am besten den direkt mit dem Ground Pound wahrscheinlich töten, ne? So nicht. So nicht, hatte ich gesagt. Oh. Okay, die Zeit ist auch noch heftig, glaube ich. Man muss schon durchziehen, glaube ich. Das ist ein wirklich ein Speedrun. Mann! Fast wieder ein Fehler. Junge, geil! Pascal, moin! Nice Level! Nice Level, Dude! Wirklich geil! Ich hab gedacht, ich dachte eigentlich, das wird noch schwerer. Aber der Timer war ja echt noch freundlich. Nice. Davy natürlich in 16 Sekunden, ist klar. So, jetzt mal ganz kleinen Moment. Geht sofort weiter. Man setzt hier um PNG, aber habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber war das im Code drin? Ja, kannst du gerne machen, aber Schrauber ist schon wieder abgestartet. Der hat nur eine kurze Audienz hier gehabt. Ich glaube, der arbeitet tatsächlich gerade draußen im Garten. Während ich hier sitze und spiele. So, Moment. Aber ihr wisst, im Herzen ist Schrauber immer dabei. Und im Herzen helfe ich mir auch im Garten. So. Alles klar, Dari. Wieso habe ich eigentlich Pantoffeln an? Bin ich irgendwie dumm? So. Null WJ.
So, jetzt kommt die Cold Cave. Mit einer entspannten Clear Rate von 1,5. Aber in einer Art Level, die ich gut kann. Ein paar Eiswürfel, ja, eine gute Idee. Komplett entspannt. Gibt das ein First Try One-Shot? Was ist das? Wow. Wow, es gibt den First Try One-Shot. Das war auch das Neueste, oder? Oh, okay, da habe ich nicht, da habe ich nicht wieder nicht vertraut. Das war boah, noch zu retten. Oh, guck mal, hätte ich den einen Glauben gehabt, ne? Dann wäre ich jetzt gestorben. Vergessen zu resetten. Ja, okay, ja, dann gleich. Hau einfach gleich nochmal rein, dann gibt es den Preview danach. Ist ja gar kein Problem. Ne, jetzt möchte ich mal kurz bemerken, wie ich hier gerade durchfetze durch dieses 1,5% Level. Also kein Problem, kannst du ja ruhig da löschen. Ich spiele es einmal kurz. Ist ja nur eine Preview. Fuck! Wo ist der perfekte One-Shot-Run wieder hin? Siehst du, easy. What? Oh, was für eine miese Sache. Was ist das denn für eine miese Nummer? Das ist ja ein Chuckgate. Einfach durchrennen, ja, habe ich mal probiert, oder? Oder war ich zu zögerlich? Easy. Hier darfst du nicht durchrennen. Vielleicht so. Wow. Jo, Gas, Alter, moin! Das ist Tröpfchens. Das ist Pröpfchens. Oh! Von wegen, wer kann den Spin-Off und den Notenblock nicht, hä? Wer? Was? Hä? Was? Wer macht Stress, hä? Und er bringt ihn wieder! Junge, was hier schon wieder abgeht, ne? Der zieht einfach durch. Oh Gott, er geht in die Geschichte ein. Als die Legende, die einfach den Spin out of... Oh, Sekunde, ich werde angerufen. Mann! Zu spät gesehen. Ja, war ja wohl nice. Und auch mega Level, also wirklich ein sahniges Level. Jetzt kommen wir jetzt ruf an. Sekunde so.
So, okay, ich bin wieder da. Kleinen Moment, sorry. Das Real Life knocks on the door. Geil. Ah, runterladen. Sekunde. Sekunde. Das hier, ne? So, ist runtergeladen. So, dann geht's weiter. Honnes. TJ. 7JDF. Copacabana. Get all red coins in various precision zones. Okay, let's go. Kein Clear. Aber auch erst drei Versuche von einer Person. Brand new. Brande nuevo. Okay. Ja, es ist schon heftig. Und ich sag mal, ne, leider wurde irgendwie Gewitter angekündigt. Wenn das nicht kommt, dann überlebe ich. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal. Ja, wenn es bei der Hitze noch ein Gewitter gibt und dann so richtig die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit auf 700% hochgeht, dann bin ich tot. Aber ist nicht schlimm. Gegen 17 Uhr soll es kommen, ja dann, ne? Wow, okay, das ist aber auch nicht leicht, die Nummer, ne? Ich könnte da mit einem Ground Pound Cancel vielleicht gegensteuern. Naja, ich finde es eigentlich, ne, das Wetter ist schon, also das Wetter ist schön, aber es ist halt super warm. Kommt auch immer auf die Etage an, ne, wenn ich in den Keller bei mir runtergehe, nice. Wenn ich in den Keller runtergehe, da ist es komplett angenehm. Wow! Na, ich glaube, es geht ohne Anlauf, ne, ich kann direkt loslaufen. Keller immer, ja, Keller ist wirklich super. Boah. Ah, dann auch wieder vielleicht mit dem Ground Pound Cancel, ne? Ich glaube, das funktioniert gut. Shit. Er macht ihn halt nicht. Er macht ihn nicht. An mir liegt's nicht. Hört ihr nicht drücke? Er macht's nicht. Wie sich die Dampfnudel fühlt, genau. Gleich ins Schwimmbad, ja, das ist eine gute Idee, ohne Scheiß. Ich war auch letztens am Schwimmbad und da haben die auch so einen Außenbereich, also so eine Art Freibadabteilung. Ey, so geil. Richtig kaltes, freshes Wasser und dann knallt die Sonne drauf. Das ist einfach geil. So kann man den Tag locker überstehen. Auch da, wenn dann das Gewitter losgeht, nicht so geil. Soll ja sogar heftiges Gewitter geben, ne? Auch bitte nicht, ey. Vielleicht haben sich ja alle Meteorologen geirrt. Er macht halt den Ground Pound Cancel nicht. Das ist das Problem. Ich glaube, sowas ist tatsächlich mit Stick besser, aber das kann ich nicht. Ja, schön, wenn dann Eis gehen. Ja. Die machen gut Umsatz. Was machen? Boah, ich brauche 100 Checkpoints in dem Level. Das fürchte ich, wird schon wieder ein Problem werden.
Und vor allem Copacabana. Was ist hier Copacabana? Ist das nicht so eine Küste oder so? So ein Strand? Oder ist das eine Insel? So. Wir müssen nur den Ground Pound Cancel machen, dann ist es kein Problem. Hart. Selten. Okay, ich halte jetzt den Controller neben das Mikrofon und ihr hört, wie ich die Taste drücke, die ich nach unten taste. Achtung. Habt ihr gehört? Vielleicht, ich versuche jetzt mal mit dem Stick. Ich weiß auch nicht, warum ich den manchmal kriegt den einfach nicht hin. Und es gibt so viele Leute, die kriegen den 10 von 10 Mal hin. Vielleicht mehr gedrückt halten, ist das vielleicht das Geheimnis? Ja. Das soll, ne, das sind die. Auch die Momente, wo man dann denkt, okay, manche sind dann einfach besser als andere. Da kannst du viel üben, wie du willst. Weil ich weiß ja, was ich machen muss. Und nach meinem Empfinden drücke ich die richtige Taste. Aber er macht es dann einfach nicht. Was ist da los? Und es ist auch nicht so, als wäre es am Controller liegen. Wenn ich nach unten drücke, einfach so, wird er sich ducken. Pass auf. Siehst du? Die nach unten Taste funktioniert andernfrei. Aber er macht keinen Ground Pound Cancel. Traurig. Ja. Dann fängt der neue Dari an. Oh shit. Was kommt dann? Precision Levels? Okay. Ja, ey, mach immer, was du fühlst. It's not possible. Why? Oder Puzzle, ja, bitte. Es triggert halt ein kleines bisschen, dass er diesen Ground Pound Cancel nicht macht. Und ich jedes Mal wieder in diesem Stachel lande. Und es ist jetzt einfach, ich mache halt 20 Mal genau das gleiche und einmal macht das dann. Was ist das für ein Problem? Oder soll ich es ohne Ground Pound Cancel versuchen? Einfach mit einem Twirl irgendwie gegenlenken oder so. Ich kann es auch vergessen, glaube ich. Yuzu! Pocky! Moin und danke für dein Follow. Danke fürs Anpfropfen. Ja! Ne, safe mit. Ja, ja, würde ich auch sagen. Es hat ja auch eben schon ein paar Mal funktioniert und wenn es funktioniert, ist es ja komplett Sahne. Ich finde das Setup auch ziemlich nice eigentlich. Ne? Die einzige Frage ist, warum funktioniert der so selten, der Ground Pound? Bei mir. Ne? Wie gesagt, es gibt Leute, die machen das 10 von 10 Mal. Kein Checkpoint, ne? Und was ist das jetzt? Ja, moin. Hi, Pokey. Bevor der Winter einbricht, Gas. Ich glaube, so schnell bricht der Winter noch nicht ein, aber. Also, außer dass es heute ein krasses Gewitter geben soll, haben wir bis Winter, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Aber ey, aber Sonne genießen ist eine gute Einstellung.
Ne, dann lieber im Schwimmbad oder im Freibad die Sonne genießen, als zu Hause die Sonne verfluchen. Ah. Virtui, hello, moin. Das ist ein Komplett. Sonne ist ein Vitamin, klar. Beziehungsweise, ne, Sonne erzeugt irgendwie Vitamin D oder so. Aber ich kenne mich nicht aus. Deswegen halte ich beim Spielen auch immer, ne, hier sitze ich vom offenen Fenster und mein rechter Arm ist immer in der Sonne. Und so habe ich meinen Vitamin D-Bedarf des Tages. Und mein rechter Arm ist immer brauner als der linke, aber es ist dieses Jahr gar nicht so schlimm. Als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, saß ich halt da den ganzen Tag vorm Rechner. Noch so ein bisschen weiter hier an der Seite. Und da hatte ich tatsächlich, rechts war ich voll braun am Arm und der Rest war voll bleich. Also das Problem an dem Level wird sein, dass es keine Checkpoints gibt oder zumindest zu wenig oder für mich zu spät. Und ich bräuchte eigentlich mal einen Checkpoint vor diesem P-Switch-Ding, weil ich weiß da noch gar nicht, was ich machen soll. Mann! Ich glaube, man ist da noch menschlich. Ja, warum nicht? Ich lasse mich dann als neue Spezies eintragen. Hier, mein rechter Arm ist linker als mein, ist brauner als mein linker. Ich möchte mich gerne in meinen Mutantenausweis beantragen. Fuck! Fuck! Shit! Jetzt komm aber. With Toad is better. Okay, come on. Wo ist das? Wo mach ich das? Hier? Ich will eigentlich mit Mario spielen, aber gut, ich probiere es mit Toad. Wenn das jetzt First Try klappt, dann lass ich mich aber tot. Nee, ist dasselbe. No, same shit. Toad ist dicker. Er hat so eine fette Rübe, ne? Aber eigentlich ist er ja kleiner. Aber ich glaube, also ich habe tatsächlich mal irgend so ein YouTube-Video gesehen, wo tatsächlich irgendwie Unterschiede gezeigt wurden. Das hat aber, glaube ich, nur was mit Feuerblume zu tun. Dass wenn du einfach einen Feuerball abschießt mit der Blume, dann unterscheidet sich das ein bisschen, wie der Ball fliegt von der Höhe her oder so, weil du unterschiedlich groß bist. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es keine Unterschiede, oder? Ja. Ja, vielleicht war es auch Hoax, so, ne? Will ich gar nicht beschreiben. Aber sowieso, ich habe halt davon mal was gehört. Okay. Cooles Level. It's too hard for me. I'm sorry. Itzinho, was war sein Name nochmal? Hannes, ja. Too hard for me, but a nice level. So, jetzt haben wir schon 90 Tries und 0 Clears. Close. Ja, not that close. Und ich hab's ja schon weiter geschafft, so, aber dieser Anfang, ey, der bringt einen ja zur Weißglut. Okay, Hessage. Oder Hass-Age. HSP.
ZXF. Hass Age. So, Desperado Train. All you have to do is follow the damn train. Okay. Der Tormator hat den Rekord. 5% Clear Rate. Okay, das war Selbstmord. Jetzt gucke ich einmal, kann ich in den Train rein? Ja. Da kommt da einfach, da zaubert der einfach einen Geist raus, der Penner. Okay, für den Puls lohnt sich das ja eigentlich, ne, hier reinzugehen. Rein in die Olga. Wow! Oh, ich dachte, die drehen um, wenn er... Ach, ihr seid alles... Okay, war klar. War klar, dass das passiert. Hm, aber nettes Level bis jetzt. Könnte natürlich hardcore darauf hoffen, dass der Magic Cooper da irgendwas zu einer Feder oder so umzaubert. Easy. Haha, friendly fire. Oh, da ist ein Checkpoint. Nice. Nicht schlimm. Mario World Ghost Mansion Mucke. Ist auch cool. Ich finde auch das Thema eigentlich nice. Das einzig Blöde ist, dass bei Ghost House halt eine verbindet man häufig irgendwie diese Rätsellevel oder so mit, ne? Oder so trollige Rätsel oder sowas. Weil es ja im Original auch ein bisschen so war. Aber ich persönlich habe Ghost House voll oft benutzt und da aber nie ein Rätsel draus gemacht. Die Faith-Musik, boah, ich glaube, da würde ich aber Castle nehmen. Aber na, schwer zu sagen. Ich finde bei SMW eigentlich fast alle Musik gut. Fuck. Aber am besten ist wahrscheinlich echt Ghost House und Castle. Aber ich finde auch die ganz normale Wiesenmucke ist auch nice. Also das ganz standardmäßige Ding. Oh, gefährlich hier unten. Nice. Oh, da sniped er mich von ganz da hinten, der Penner. Stimmt, Pascal, stimmt. Im Original sind es auch eher so Trolle, die er nicht sterben lassen oder so. Oder auch eben auch viel mit Wegproblemen, ne? Dass du einfach denkst, du gehst den richtigen Weg, aber kommst dann auf einmal wieder am Anfang raus oder so. Und vom... Mann! Und beim Original hatte ich halt, irgendwann konnte man halt die Geisterhäuser alle, ne? Aber damit hatte ich auch als Kind mit die meisten Probleme. Da manchmal, vor allem wenn es auch noch einen Secret Exit gab oder so. Hier in der letzten Welt der Secret Exit war halt richtig krass. Irgendwann habe ich das nochmal gereplayed, das Original. Und da habe mir gedacht, ich mache mal diese 96 Exits. Und da habe ich den Secret Exit aus dem letzten Geisterhaus tatsächlich nicht hinbekommen. Ich wusste zwar, wo der ist im Prinzip, aber... Wow, Mann. Ha, jetzt ist er da unten verloren. Der Laser-Robo ist ein Gegner. Ui. GG. Cool, cooles Level.
Just follow the damn train. Er hat nicht gelogen. GG, danke. Cool. Oh, das ist Französisch, also eher Hassage. Wollte ich nochmal festhalten. Doch nicht Hassage. Hä, was ist mit meiner Zwischenablage los? Alter, der Computer ist einfach zu heiß, der hat einfach die Zwischenablage leer gemacht. Warte. Next hier. So. Ich bin Französisch, aber ich spreche Deutsch. Okay, wunderbar. Je aussi parle un petit français. Peux parler. Mais très mal. Okay, Pascal. Das hat sich irgendwie weirderweise gereimt, aber ist ja kein Problem. Tiamo. Ja, siehst du, alle lesen multilingual, alles am Start, gar kein Problem. CBPNG. Ah, das ist der Code, den man sich gleich merken kann. Wäre es noch KGB, dann wäre es perfekt. Das Neueste, by the way, alles klar. Red Hot Volcano Palace. Cooles Thumbnail. Kein Clear, Hothead Base Vulkan Level. The level has a well hidden secret exit. Okay. Privet. Bliet. Oh, oh, da habe ich mir den schön den Pilz verkackt und dann noch ins Loch. Also in die Lava. Was ist denn? Was sind diese Pfeile hier? Dann schießt er eh nur Münzen. Oh nein, meine Wäsche. Meine Nuggets brennen an. Scheiße. Okay, Leute, es tut mir leid. Ich muss ganz kurz Pause machen. So. Ich muss kurz meine Wäsche aus der Maschine holen. Ich bin sofort wieder da, ja? Dein erstes Scrolling-Level seit Mario Maker 1. Okay, dann werden wir jetzt abchecken. Aber es wird ja bestimmt. Dein Level haben ja auch immer einen sehr hohen Qualitätsstandard. Also Leute, ne, genießt ein paar Clips, holt euch was zu trinken. Wie auch immer, ich bin sofort wieder da. Kurze Pause, bis gleich. Und sie warten. Oh, dann springt er nicht wie ein Bastard! Aber es war so knapp! Weil er nicht gesprungen ist, wie ein Stück Scheiße! Das ist der Run, ja, das war der Run. Das war der Run, ey. Das war er auch, also ich hol mir. Hör mal, außerdem, wieso hab ich nicht einfach den hier gemacht? Ach ja, deswegen, okay. Alter. Sauber, sauber. Boah! Seid solche Wichser! Mach's mal an. Oh, die iFrames. Komm, das ist es doch jetzt. Oh, ich wusste es! Oh mein Gott! Gott sei Dank. Alter. Das ist der Checkpoint. Aber die Ideen sind geil. Wow. Da ist der Checkpoint. Was ist? Cool bleiben. Junge! Junge! F. Was ist? Was ist? Ja, was ist bei den Hühnern? Ja, ich weiß nicht, ob man die Hühner gerade hört, so, aber da. Ich würde sagen, ja, ja, dann wäre der auch nicht aufgefallen, ne? Ja.
Ich bin verletzt. Okay, ich habe einen Heil dran. Ich habe ihn einfach genommen. Ich bin einfach so dumm. Die Controller, Junge, verpiss dich! Oh mein Gott! Junge! Was für Controller? Ey! Junge, was ist mit dem Controller? Oh mein Gott, ich raste gleich komplett aus. Was soll das? Hallo? Also. Nein! Ich kann noch aufstehen, komm schon! Junge! Rein in den Lachs! Rein in den Kühl! Jo! Oh, warte! Jetzt kommt doch nicht noch irgendeine Stille. Warte, er haut vorbei! Ja. Ja, du hast die Scheibe getroffen. Die Musik ist mega geil. Ja, wahrscheinlich ist sie mega geil. Die macht einen nur aggressiv, wenn du mich fragst. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Mann! So. So, was jetzt? Ey, was machst du denn da, du Stück Scheiße? Oh, ich lebe noch! Alter. Also, es ist nicht witzig. Es ist nicht witzig. Und auch nicht spaßig. Es ist einfach nur Scheiße. Es ist einfach nur Müll. Was ist da oben? Scheiß drauf, wahrscheinlich eh nichts, was mir hilft. Aber du bist jetzt da, ich bin down. Komplett? Ich bin komplett down, es gibt kein Continue. Du musst jetzt durchspielen, Alter, bis zum Ende. Ja klar, Boss, cool. Oh ja, komm, den kriegst du ja wohl hin. Big Tom, Alter. So, ich bin wieder da. Das ist das Schöne bei so einem Wetter, ne? Wenn du Wäsche aufhängst draußen, die sind in einer Stunde trocken. Moin, WB, danke, Re. Und jetzt geht's weiter. Mhm. Oh, oh. Oh, oh. Selber schuld. Ich hätte beinahe zu spät geschaltet. Boah, ja, boah, diese Munzen, die... Wow! Man kriegt ja wunderbar in die, mit dem Indikator angezeigt. Da habe ich gar keine Probleme. Cool, die leben für die Extramutigen. Hat der denn schon einen Checkpoint? Da ist der Checkpoint, nice. Thank you.
Oh, da hätten wir vielleicht sogar oben drauf gekonnt. Oh, oh. Krieg ich die Blume? Will ich die Blume? Ich hab schon eine Blume. Okay, alles gut. Dann nichts riskieren, lieber. Wow, Junge, der hat beinahe rechts rüber gezogen. Und das wäre wieder nicht meine Schuld gewesen. Okay, okay, egal. Ein bisschen mehr Zeit lassen hier. Checkpoint. Oh, Boss. Boah. Ja, das ist der Sack. Komm, aufwachen da oben. Nice. Nice. Schöner Boss. Einfach noch eine Shell mit auf den Weg. Und da sind wir. Geiles Level, ne? Finde ich auch. Absolut solides, schönes Level. Und ein schöner Boss. Und den Rekord hat er auch noch rausgeholt. Oh, shit. Nice. Schön, schön. So, Gas. Uff. Secret Exit leider verpasst, stimmt. Auch gar nicht mehr dran gedacht. Ist auch sehr fies versteckt. Ey, bei so einem Level, ne, das war jetzt echt locker zu spielen. So, wenn du willst, send nochmal ein und dann spiel ich auch noch den Secret Exit. In der Hoffnung, dass ich ihn finde. Aber wenn er hart versteckt ist, dann finde ich den wahrscheinlich eh nicht. So, der gute alte Gast mit Level 31. You can do this, don't give up, I believe in you. 20 Sekunden. Noch kein Clear. Sammle 550er Münzen, das ist eine Überraschung. Warte, warte. Ist zu hart zu finden, okay, okay. Dann kein Problem. Junge, Gas, was ist das denn schon wieder? Aber ich glaube, ich mach's richtig. Ist eigentlich eine coole Idee. Es sieht nur so unmöglich aus. Ja, so macht man's nicht. Was anderes, ja. So, ich habe eine Idee. Die Redcoins sind ja ein kompletter Bait, ne? Die brauchen wir überhaupt nicht. Man muss nur die fetten Coins einsammeln.
Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, was da falsch ist. So. Man darf dann nicht mehr Y gedrückt halten. Weil man sonst mit der Shell in der Hand gegen einen Goomba rennt. Ist schon klar. Hä? Nice, aber auch assi. Ja, das trifft ganz gut. Ich finde, die Idee ist tatsächlich ganz gut, aber da ist ja, da muss ja alles stimmen, damit das passt, oder nicht? Das hat immer noch lange nicht gereicht. Kein Überspringen. Ja, ja, okay, aber... So, jetzt habe ich hier, weil die Offscreen ja auch. Das heißt, ich habe ja gar nicht die Chance. Mann! So, jetzt habe ich eine lange Latte von Kugeln. Niemals. Das hat nicht mal, das hat nur halb gereicht. Weil die alle offscreen. Das wird nicht klappen. Nimm alle von hinten. Ist es nicht, hä? Ich mache irgendwas grundsätzlich falsch. Und nimm alle von hinten, ist ja auch. Ich habe halt nie eine lange. Um in der Wortwahl zu bleiben, meine Latte ist nie lang genug an Kugeln, die ich hier habe. Ist alles Müll. Also die Reihe an Kugeln, die ich da habe, die ist ja nie lang genug. Also die sieht jetzt hier noch lang genug aus, aber die Offscreen ja hier die ganze Zeit. Oder? Wenn ich jetzt hier durchziehen würde. Ja, jetzt wäre es relativ lang. Scheiße. Fuck. Aber das ist ja hart genug, ja. Mann! Ah, jetzt sind sie sogar offscreen. Vielleicht doch nicht so weit nach hinten vielleicht, oder? Nicht nach hinten. Geht aber auch. Das sah aber schon gut aus. Sorry für meinen Schrei. Oh. Wir hätten noch die Schüsseltür hinbaut, als würde da irgendwer hinkommen. Kompletter Bait. Das ist vielleicht doch, also ich habe jetzt eine Idee. Vielleicht die erste. Da war halt einfach eine Einerlücke. Geil. Zu früh.
Naja, aber es geht. Ich bin ein bisschen zu früh schon auf die Hops gegangen quasi. Na. Bisschen mehr noch, bisschen mehr noch. Mann, gib mir eine Kugel mehr. Eine. Ich habe auch nichts mehr gesehen, aber es hat wieder nicht gereicht, glaube ich. Ja, mein armes Herz. Mann. Das war schon sehr knapp. Heftig Bock auf Chicken Nuggets. Ich weiß zwar nicht, was das Level hier, wie dich das auf Chicken Nuggets bringt, aber klar. Ich habe gestern noch Werbung gesehen, es gibt jetzt irgendwie so neue Spicy Chicken Nuggets. Ich weiß nicht, ob bei McDonald's oder bei Burger King oder so. Aber als ich die Werbung gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, boah, okay, direkt Bock irgendwie drauf. Wenn die wirklich scharf sind, finde ich bestimmt nice. Aber da kann ich auch nur zu sagen, ich arbeite ja in einem Burgerladen und wir haben so richtig geile Chicken Nuggets. Also so richtige, nicht so diese, wo so dieses pürierte Fleisch drin ist, sondern so richtiges Fleisch halt. Deswegen bin ich eigentlich so gar kein Fan von so Fastfood-Nuggets. Aber ab und zu sind die geil. Hier! Habe ich gestern Iglo Chicken Nuggets. Beste, wirklich beste. Geil. Der First Clear geht an Pfropfen. Yeah. Cooles Level. Bisschen verrückt, aber cool. 2,5% Clear Rate. Rausschneiden. Rausschneiden. Hat keiner gesehen. So. So, Dari. Also jetzt warte, wie mache ich das denn hier überhaupt? Muss ich jetzt in den Maker gehen oder was? Um runtergeladenes Level zu spielen? Ja, ne? Wann Abenteuermodus on Stream? Wann? So, und jetzt, boah, ey, wie lange war ich nicht mehr in diesem Modus hier? Seit 1000 Jahren. So, laden. Oh, jetzt seht ihr hier ganz, hier, jetzt wird hier geleakt. Hier ist der Leak von all meinen Levelansätzen, die es noch irgendwo gab. Hier, auch direkt mein erstes Level immer noch hier dran. So, und jetzt hier auf runtergeladene. Wie komme ich da drauf? Ey, Gas, Alter. Cool, dass du da warst. Danke für dein verrücktes Level und viel Spaß im Schwimmbad. Und auch ein schönes Restwochenende noch. Hey, wie komme ich auf heruntergeladene Level?
Geh auf Plus. Ne, erst auf B. Dann bin ich wieder hier. Hä? Also speichern, laden ist klar, ne? Laden. Und jetzt auf Plus passiert nichts. Auf B geht er wieder zurück. Dann rechts oben. Ja, aber wie? Hier, ich drück nach oben. Ich drück rechts oben. B und dann Plus. B. LR. Habe ich auch probiert. Hä, bin ich komplett dumm? LR habe ich auch probiert. Nochmal. Also, ne? Laden. Jetzt Plus. Also jedenfalls, L und R geht auch nicht. Und L2, R2 auch nicht. Okay, also nicht laden. Okay, also auf Plus. Und dann hier, oder was? Speicherbot. Ich weiß es nicht, Dari. Jetzt Speicherbot, okay. Weiß ich ja nicht, ey. Wieso zeigt ihr mir das dann da hinten überhaupt an bei Laden? Okay, okay, heruntergeladene Level. Da sind wir doch schon. Spielen. Ach stimmt, man kann die auch gar nicht editieren. Man kann die gar nicht in den Editor reinladen. Man kann die dann wirklich nur spielen, die runtergeladenen. Aber komisch, dass er bei Laden dann runtergeladene anzeigt. Problem. Die Setups wieder, ne? Das ist halt so crazy. Dass die funktionieren, ist halt so crazy. Den habe ich nicht mal kommen sehen. Aber hat funktioniert. Oh, hier ist ein schöner Yoshi-Ditch. Alle lieben ihn. Warte mal kurz. Warte, pass auf. Der Pfropf-Cheese kommt gleich wieder. Der Cheese-Master. Er riecht wieder. Ich rieche es wieder. Pass auf. Mann! Mann! Ja, ich bin halt direkt gesprungen, ja. Jetzt pass auf, siehst du den Cheese, Dari? Ah ne, warte. Achtung, ich zeig dir jetzt den Cheese. Den ich direkt gerochen hab. Ah, nee, okay, ich bin dumm. Okay, doch kein Cheese. Der 12-fache Sloth. Einfach eine Shell angeflogen, aber normalerweise funktioniert es. Muss schön die Full Jumps bringen hier. Ja. Und glauben. Naja, die Full Jumps. Ah, jetzt will ich die ganze Zeit, weil ich denke, der kommt von rechts, ziehe ich ein bisschen nach rechts, aber einfach auf den Indikator glauben. Einfach vertrauen. Dann ist alles gut. Hier ist es ein bisschen knapp, aber es ist nicht schlimm. Trekkie, moin!
So, und jetzt. Easy. Ah, schon eine ziemlich krasse Preview, oder? Was kommt jetzt? Das war so klar. Was? Hä? Ist das keine Uphype? Ich dachte, das wäre toll, ja. Also entweder kommt jetzt noch irgendwas raus. Eine Drybone oder so. Komm, ich gucke auch nicht. Okay, dann ist es eine Uphype. Das ist halt wirklich eine Uphype. Scheiß Uphypes, ne? Cool. Aber auch schon eine krasse Preview. Wir sind ja schon 2/3 oder so fertig vom Level. Ja, GG, danke und geiles Level. Ich weiß nicht, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ich könnte so Art von Level andauernd spielen. Es wird mir irgendwie nicht langweilig. So, Sekunde, geht sofort weiter. Okay, dann geht's weiter. Kufe. Achso, da habe ich eben das Hardcore-Rätsel-Level. Uno Mars One Waned. Joshman 36 hat den Rekord, ja komm. Flip, Wait, Boom. Flip, Wait. Hä? Die Lösung ist in den Kommentaren. Flip the shell and hold at the one-way gate. Spoiler ahead. Das ist ein Mechanik-Showcase, ja. Das war gerade richtig. Oh, warte mal. Oh Mann, ey, ich bin aber auch wieder ein Held. So. Bobomb hätte gesprengt, was für ein Bobomb. Ach so. Ach so, er flippt die durch, das One-Way durch und da kommt die Bombe. Oh shit. Ja. Ja, okay. Easy. Sogar quasi First Try, ja. Cool. So, Sekunde, ich muss kurz Hände waschen.
Denken wir schön an zu trinken heute bei dem Wetter. Und nicht verschlucken am besten. Sollen wir noch ein kleines? Achso, ne, 1,5. Okay, dann später. Okay. Weiter geht's, Trekki. Ich hab's schon, aber komm, gehen wir nochmal rein. Zelda Dungeon 7, Eisturm. Eisturm oder Eissturm? Man weiß es nicht. Kann ich gucken gleich, aber ich glaube, ich hatte alle Level von dir geklärt. Oh, lauf! Ah, die Kommentare mal wieder aus. Das war halt auch ein bisschen gierig. Sind wir ein bisschen unvorsichtig. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier zeitnah ein neues Schwert. Oh, warte. Oh nice, da liegt eins. Perfekt. Soweit alles klar. Ich erinnere mich. Komm runter, Fahrstuhl. No. Schade. Vom Eiszapfen erwischt. Mann! Ey! Boah! Wenn der Strich ist schön, dann passiert nichts, ja. So.
Falsche Seite. Wenn die da hinten komplett eingekerkert, kann nix. Kann nichts ausrichten. Die Arme. So. Was ist das? Geil, noch ein Checkpoint. Yay! Ja, ist lang, aber ein nice Level. Auch so richtig Zelda-like wieder. Aber ich kannte es auch schon. Ich hatte mich auch noch leicht erinnert. Oh, aber nicht den Rekord geholt, ne? Schade. Obwohl ich echt schnell war. Okay. Dann geht's weiter. Dari. Irgendeinen besonderen Wunsch, den du jetzt schon mal äußern willst, oder? Ach so, ah, genau, warte, ich guck mal eben nach. Ne, alle Level geklärt. Yo, Lozo Maker, moin. Hallo. Die beiden besten Bauer, deren Vorbilder sind. Okay, über deine Likes oder wie komme ich da dran? So, also, ich kann erstmal wieder schon eingeben hier. WJ. Ja, muss man wieder eins bauen, Tracky. Geh mal auf Too High, Too Low bei Favorites. Also das Level heißt so oder was? Verwalter, moin. Too High, Too Low. Da, too high, too low. Den Creator und spiel das Mario World Sky Theme. Wie sieht der denn aus, ey? Sky, ist es der hier? Walking in the Rent ist Sunderland Alpha? Okay. Tod war da. Wie Tod war da? Aber du meinst das hier, ne? Das Toad-Level. Was meinst du mit Toad-Level? Ich sehe keinen Toad. Yo, Nico Litop. Moin, hi. Und danke für den Follow. Thanks for the follow, man. Was ich geliked habe. Ach so. Aber das habe ich doch geliked. Oder was meinst du? Drück einmal B. Ach da. Toadstool Gardens. Okay. Dann nehmen wir den. Sorry if you get stumped. One checkpoint. Max jumps. 1,3%. Okay.
Okay, dann schauen wir mal. Aber 1,3%, na, sehen. Wenn das auch in so einem Style ist. Oh, Junge. Ich muss wahrscheinlich den Schalter auch erwischen, ne? Junge, oh Mann. Aber spontaner Eindruck ist schon mal so einfach unübersichtlicher als deine Level. Also wenn, dann bist du sein Vorbild. Oh. Kann nix. Doch, doch, macht auch guten ersten Eindruck hier das Level. Wow, okay, okay, okay. Ja, also ich finde dein Level auf jeden Fall lesbarer, aber es ist schon geil hier so, aber hier muss man sich, finde ich, mehr so nach vorne sterben, weil ich erstmal checken muss, was er will. Ja, das kann ich mir vorstellen, Trecky, aber das ist ganz leicht, du kannst dir bei mir einfach merken, alle Level geklärt. Tropfen hat die komplette Trecky-Saga durchgespielt. Mann! Ah, den muss man auch früher irgendwie erwischen. Oder eine Excel-Tabelle für einen Trecky. Aber ist auch schon geil. Okay, und dann auf dem Pfosten landen. Und ein Spin Jump. Boah, ist. Wow, okay, aber ja, aber geil ist es schon, muss man schon sagen. Ist auch schon geile Action. Junge, Mann, was ist los? Was ist los? Wow, oh Gott, Alter, okay. Der war jetzt ein bisschen arg mies. Aber bis dahin durchgerockt. Mann. Oh. Warte ganz kurz. Ja, ist auch bei der Hitze hart, muss ich auch sagen. Aber auch mit dem Pfropfen wollte ich schon sagen, mit dem Pfosten da ist auch halt, ist schon geile Action. Auch geil gebaut. Ich bringe ihn ohne Spin. Geht nicht. Junge. Junge, ey, das ist so hardcore. Ach, ja, die Stelle ist ein bisschen, die ist wieder so. Die ist geil, aber die ist für mich wieder ein bisschen zu schwer.
gefühlt. Da das Ding dann nochmal werfen in der ganzen Chose. Während der ganzen Action. Das finde ich geil. Der Part hier ist auch total nice. Der Part ist hart. Also die Stelle mit dem Werfen. Oh, was war das für eine Nummer? Mann, aber man muss ja wahrscheinlich beim nach oben springen das Ding direkt werfen, ne? Aber nicht nach oben werfen. Und dann war's das schon. Schalter nicht erwischt. Dann loslassen, aber nicht X. Also meins B wahrscheinlich mit X. Also PlayStation X. Ah, verstehe schon. Da wieder der Backside Reverse. Ich hab ja keinen Namen für den Trick. Ey, drückt halt nach oben. Irgendwer drückt da nach oben. Ich bin's nicht. Mann! Mann, das gibt Blasen am Daumen. Na, Trekkie war es. Er hat nach oben gedrückt, alles klar. Scheiße. Cool bleiben. Oh. Der war schön. Oh Junge, aber irgendwann ist er auch gut, oder? Hätte er jetzt nicht irgendwie mal langsam einen Checkpoint kommen müssen oder das Ziel oder irgendwas? Also der baut geile Setups, aber sein Checkpoint-Management lässt zu wünschen übrig. Das Level ist echt lang, oh Mann, ja. Hier muss spätestens Ende sein. Ah, ha, ha. Ah! Was? Kurz Beschwerde mehr rausgeschickt.
Was für Block? Was für Blocktreffen? Da war kein Block. Wieder der Backside Reverse Kick. Man. Och, er trifft nicht. Er traf den Block nicht. Traurig. Ach ja, jetzt habe ich wieder gedrückt gehalten. Mein Fehler. Okay, ein, zwei Tries noch. Es ist ein geiles Level. Aber dann auch wieder etwas zu hart vielleicht für mich. Oder halt einfach so, der Checkpoint müsste ein bisschen früher kommen. Wobei ich glaube, ich habe... Ah, das wird keinen geben. Wobei ich glaube, wahrscheinlich hätte ich den einen letzten Jump eben geschafft, da wäre wahrscheinlich dann der Checkpoint gekommen, ne? Was für Block! Ja! Oh. Ey, geiles Level. Muss man schon sagen. Schon ein nices Level, aber wie viele Checkpoints hat das? Ein Checkpoint. Okay, also ich war fast halb durch, kann man sagen. Ja, ich habe mir die Zeit gerade aufgeschrieben. Ich denke mal, ich werde das nachher mal rausklippen. Aber das Level ist schon ziemlich geil. Da kann man echt nichts anderes sagen. Geiler Levelbauer. Geiles Level. Genau mein Ding eigentlich, aber ein bisschen zu hart, um das jetzt hier zu grinden. Ich würde bestimmt noch eine halbe Stunde brauchen, bis das Level durch ist. Deswegen machen wir lieber weiter, weil ich kann noch nicht so lange streamen. Ich muss mich gleich ausziehen und in Eiswasser legen. Oder in den Kühlschrank. Oder ich muss aus dem Kühlschrank weiter streamen. Mal gucken. So, Kufe.
So, was haben wir denn hier als nächstes? Als nächstes kam ja irgendwas ganz Hartes, ne? Aber habe ich Ranged Shells nicht sogar schon mal irgendwie gespielt? Vielleicht habe ich die 1.0er Version gespielt oder so. Aber 1,5% ist halt ein bisschen zu hart hier. Das ist wieder dasselbe wie... Habe ich das schon? Ne, das habe ich auch nicht gespielt. Komisch. Ich gehe mal wieder hier rein, aber ich brauche vielleicht wieder einen Tipp. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht diesmal schaffe ich es doch so. So, wir haben... Alles Mögliche. Es gibt einen Pi-Ballon, okay. Kann man hiermit irgendwas machen? Auf Flexbasis hier hoch? Das ist zu hoch, ne? Ah, der Großmeister würde vielleicht hochkommen. Ne, ich habe einen Checkpoint. Ich glaube nicht, dass es das ist. Das wäre vielleicht höchstens ein Cheese, aber ich glaube, man kommt nicht mal mit einem Shell Jump hoch. Aber einmal will ich es noch probieren. Oh Mann! Okay, scheiß drauf. Okay, scheiß auf Shell Jump. Dann fliege ich halt mit einem Ballon rüber. Den ich jetzt nicht mehr habe. Hua! Na, okay, es geht nicht. Warte mal. Ah, ich dachte, das klappt. Okay. Ich dachte, ich hätte direkt den Super Cheese rausgefunden. So, was haben wir denn hier noch? Ach, der da hinten hätte eine Feder ausgespuckt, ne? Ich brauche noch einen Schlüssel. Aber mit der Feder geht es. Ja, Puzzle in der Regel keine Kaizo-Tricks, aber man kann manchmal mit einem Kaizo-Trick cheesen oder so. Und da bin ich auch Freund von. Feder. Ja, wir haben ja schon geklärt, dass es keinen Links braucht. Ah, ich kann da rüberfliegen. Warte mal. Ach so, jetzt muss ich anders machen. Ah, das ist natürlich auch dumm. Ich komme da auch gar nicht rein ohne Dings. Meine Max-Heizschalter, ja. Okay, das geht auch nicht. Also, es hat ja auf jeden Fall irgendwas mit der Feder hier zu tun. Wenn ich darüber fliege, dann werde ich ja wieder auf Pi-Ballon umgesetzt. Sonst könnte ich nämlich da hinten die... Aber jetzt geht es ja auch irgendwie gar nicht mehr. Thank you.
machen. Ich dachte, ich kann vielleicht die Bombe oben irgendwie andrehen oder so. Da hinten ist noch so ein Stein, ne, links in der Ecke, aber dafür bräuchte ich halt eine Bombe. Da, ganz links. Da, der Stein, der ist auffällig, aber da müsste ich irgendwie mit einer Bombe hin. Raus! Das hat funktioniert. Man kann den Ballon wegschießen. So. Okay, das Problem ist, ich muss nochmal neu starten. Ich glaube, jetzt weiß ich. Ich habe zumindest eine Idee. Nein, Mann! Fehler. So. Jetzt nämlich so. Okay, das ist es nicht. Aber jetzt ist das weg, dann kommt da jetzt vielleicht irgendwas raus, vielleicht ein Schlüssel. Oh, das geht einfach weiter. Hä? Hä? Oh, ich dachte, ich hätte es, aber nee. Vielleicht jetzt irgendwie mit dem die Shell da reinkicken und das gibt dann den Schlüssel? Nein! Oh, wieso ist jetzt das Ding zu? Oh. Ich dachte, ich hätte es. Okay, weiß ich nicht.
So, einen Schlüssel habe ich, ja. Okay, also ja, ich brauche glaube ich einen Tipp. Ich habe keinen Bock mehr auf Rätsel. Genug Rätsel. Ich dachte, ich hätte es, aber da fehlt noch irgendein Part. Eine Divebomb probiert. Wo denn? Also ich habe eben schon mal drüber nachgedacht. Also hier. Ah, okay. Dankeschön. So, und jetzt brauche ich nur noch die Shell und schmeiß die da oben rein, richtig? Einfach reinfliegen. Okay. Aber wie soll ich dadurch die kleine Lücke? Ich passe da doch gar nicht durch, oder? Ach, den Pi-Ballon nehmen, okay. Okay. So, und jetzt nur noch einmal durch die andere Tür. Eine Röhre. Junge, geschafft. Nice. Aber ich sag mal, zumindest da hätte ich tatsächlich, hätte man drauf kommen können. Mit der Divebomb die den Muncher wegzuhauen. GG, danke. Cool. So, Sekunde.
Cool. Alles klar, Verwalter. Und ja, ne Leute, haut jetzt ruhig, wenn ihr wollt, alle nochmal ein Level rein, weil ich werde jetzt gleich mal die Queue schließen. Also wenn ihr noch was habt, haut es jetzt rein. F. So, was haben wir denn hier noch? Oh, was gibt was Neues? Which enemy is the strongest? Keine Einwände. So, can you guess which of the enemies is the strongest? Wieso macht es denn, an was macht man es denn fest? Sammeln 69 Münzen. Stopped. Welcher ist stronger? Der kann werfen. Achso, wenn die gegeneinander kämpfen vielleicht, oder was? Ich meine, der ist stärker, weil ich ihn abwerfen kann. Und fight. Oh, ja, okay, wenn es so läuft... Ah, nee, nee, okay, jetzt trifft er ihn. Oh, okay. Okay, ist ja nice. Ja, okay, und ich muss... Ja, verstehe, das ist cool gemacht. Okay, also wenn... Ja, kommt auf die Arena an, ne? Wenn er irgendwo runterfallen kann, dann ist er stärker. Da habe ich gewonnen, oder? Ja, es gibt die 30er Münze. Nice. Coole Idee auf jeden Fall. Und Swamp gegen ihn. Ja, auf jeden Fall der Swamp. Die Pflanze kann ja gar nichts ausrichten, oder? Oh, Wind. Ja, Mann. Oh, warte. Last. Miauser gegen den Bumbum. Ich denke mit dem Miauser. Der braucht viel mehr Hits. Ja? Ja, okay, wenn er das Ding hat, dann natürlich nicht. Okay, mies. Ah, ich habe trotzdem, ich habe jetzt schon eine Menge länger für die Münzen. Nice. Cool. Auch sehr cool gemacht, dass man nicht alle richtig haben muss, um es zu schaffen. Ne? Cool. Alles klar. Alles klar, ja, Verwalter, wenn du willst, hau ruhig auch noch ein Level rein. Und ich werde dann jetzt mal die Queue schließen. Ich ändere mal gerade den Titel. So, ja, Lozo. Most recent, please. Alles klar, alright. Ja, 55... Q, Y, F. Achso, ja, und ich close dann jetzt mal. So, it's now closed. Wo kriegt man eigentlich diesen Schuh? Von, wie kriegt man diesen Schuh als Outfit? Platform Life. Team Platform und Team... Weiß ich nicht. Plata Formero con Precision, ein Checkpoint, gracias. Logi por tus grandes ideas. Cool. Klingt nach Platforming. Klingt gut. Meine Hände kleben schon wieder in das Fakt so ab. Egal.
Okay, ich verstehe. Lucky Friend. Aber cool, das macht einen guten Eindruck. Ich habe die Clearwelt gar nicht gecheckt. Der Triple Jump hat mir wieder das Genick gebrochen. Der Klassiker. Oh! Nee, kann nicht mehr retten. Warte. Cool. Ziemlich cool. Warte, ich muss überlegen. So. Weiß nicht, ob das richtig war. Aber Checkpoint, alles war gut. Schneller Mario, gib Gummi. So rüber, ja. Aber ja, cool. Ah, zu früh. A little faster, yes. Der war gut. Oh, habe ich den Swamp offscreen? Ne, habe ich nicht. Okay. Oh, schneller. Wow, okay, das war aber sehr. Sehr lack gerade, ey. Ah, cool gemacht, cool gebaut. Nice. Juhu. GG. Nice Level. Cooles Ding. Nice. Yeah, and thanks for sending. Dari
alte Panzerhaubitze. Sag schon mal an. Ja, das ist doch das Letzte dann. Wunderbar. Also, Larry. Irgendeins, was du vergessen hast? Wie meinst du das? Von deinen Leveln habe ich keins vergessen. Niemand? Oder ist das jetzt fertig hochgeladen? Ansonsten habe ich natürlich hier alles, oder? Ja. Also, wie meinst du, was ich vergessen habe? Im Gedanken? Nein, sorry. Ich erinnere mich an nichts. Also meinst du das hier? Bitter Cold? Ist das jetzt fertig und das habe ich vergessen? Oder? Ach so meinst du das? Ach so. Oh Mann, ich bin ja auch einfach... Du musst mit mir reden wie mit einem geistig Zurückgebliebenen manchmal. Okay, an was kann ich mich nicht erinnern? Das ist mit Sahara. Aber eigentlich müsste ja weiter weg sein, an die ich mich nicht erinnern kann. Wie wäre es mit Wildfire? Nee, da kann ich mich erinnern, dass ich das letzte noch gespielt habe. Aber hier Beatles Cave zum Beispiel. Also mein Erinnerungsvermögen ist so schlecht, dass ich mich an nichts erinnere. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie Wildfire aussah. Komm, wir machen Beatles Cave. Viermal. Die Beatles Cave habe ich auch nochmal gespielt. Ich kann mich nicht erinnern. Man wird jetzt locker durchgezogen hier. Zack. Ah. Ach, warte, ist das das eine, wo ich mich, wo ich noch gesagt habe, ah, da muss man an ein paar Stellen quasi wissen, was kommt. Damit man früh genug anfängt durchzuziehen, wie hier zum Beispiel. Das hast du gelöscht. Ah, okay, okay. Siehst du, ich erinnere mich nichts. Ah, die nur. Zieh gut durch. Obama. Geil. Oh, Mann, das ist immer das so, woran, dass deine Level so beliebt sind, Dari. Sonst hätte ich jetzt 100 pro den Rekord. Aber wenn natürlich Level so beliebt ist, dann haben wir es natürlich schon 100.000 Mutanten gespielt und dann kriegst du natürlich den Rekord nicht mehr. Ja, 55 Sekunden, GG. Aber geiles Level, nach wie vor. Ja, schade, ne? Aber wie baut man gute Level, die dann unbeliebt werden? Das ist ein Problem. Alter, guck dir das mal an. 462.000 Mal wurde das Level gespielt. 1,2%. Und ich hab gerade 1,2% Level einfach so durchgezogen. Mit 2 Tries, 3 Tries oder so. Richtig nice. So, warte mal. Oh, mein Browser ist immer so langsam. Aber ich werde immer so oft geradet, deswegen will ich eigentlich auch Leute raiden. Deswegen, ich guck mal kurz. Also wer noch Bock hat, bleibt kurz drin. Und wir raiden noch kurz irgendwo rüber, der am besten auch Mario spielt. Sekunde. Durchsuchen. Dann will ich auch was zurückgeben, ne?
Ach, der Hessi ist live. Das ist doch ein netter Dude. Wie schreibt man den? Der unterstrich Hessi, okay. Ja, Hessi ist eine gute Idee, ne? Okay, Leute, ey, dann reden wir jetzt rüber zu Hessi. Wer noch Bock hat, bleibt kurz drin. Ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Es waren wieder sehr schöne Level dabei. Bald gibt's wieder Mario, heute Abend gibt's Final Fantasy. Wann genau, hängt davon ab, ob ich Pizza essen fahre oder nicht. Also, ne, macht euch noch einen schönen Tag und man sieht sich.